Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Lords of the Fallen. Ich hätte eigentlich auch sagen können, willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Lords of the Fallen, nur für euch. Aber nein, wir sind hier nur zufällig an der gleichen Stelle, wo wir ganz am Anfang vom Let's Play waren. Das liegt daran, dass ich euch im letzten Part noch ein kleines Geheimnis gezeigt habe, wo wir einen Stein der Helden bekommen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück. Hier ist zum Glück alles tot auf dem Weg. Das heißt, wir können unbeschadet komplett nach draußen rennen. Und das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Ich lasse hier die Gegner, die noch stehen, einfach links liegen. Wir haben auch schon wieder, ich glaube, knapp 16.000 Erfahrungspunkte. Die ich jetzt aber auch erstmal behalten werde. Weil ich denke mal nicht, dass jetzt in nächster Zeit irgendwie ein Boss kommt. Wobei ich das schon echt hart fand da auf Friedhof im letzten Part, dass da dieser erste Boss nochmal so einfach nur als normaler Gegner nochmal aufgetaucht ist. Fand ich echt eine harte Nummer. Der hat schon wieder was gedroppt. Ich bin begeistert. Und ich bin auch echt am Überlegen, ob ich vielleicht, wenn ich dann mal Skillpunkte eintausche, wenn wir jetzt in nächster Zukunft irgendwie nichts finden sollten. Ja, tritt dich nur einfach mal. Was du gar nicht machen solltest. Ja, toll. Blöder Penner. So, was mit dir? So, den haben wir auch weg. Jetzt müssen wir... Warte mal, ist hier... Ist das, meinen die vielleicht hier das mit dem dicken... Nö, das ist nur so einer. Ich bin ja immer noch am überlegen, welchen Gegner die meinen könnten. So. Dich schießen wir einmal weg. Dich schießen wir einmal weg. Und die anderen zwei hauen wir so einfach weg. Und wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, welchen Turm die meinen. Da können sie auf jeden Fall keinen meinen, weil das ist kein Turm. Du mich auch. So. Jetzt kommt der nochmal dran. Was war das denn? Hat er mich tatsächlich noch getroffen, der alte Saulump? Oder meinte ich hier unten im Turm, dass da irgendwie ein Gegner ist? So, dich haben wir weg. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nur noch so einer, der hier so rumkraucht. Und hier wird es halt sonst nur noch runtergehen. Nee, aber den können sie definitiv auch nicht meinen. Naja, ist ja auch egal. Spielt ja jetzt auch alles gar keine Rolle. Naja, ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Weg zu unserem lustigen Freund, der da an der Tür stand. Beziehungsweise erstmal müssen wir ja sowieso noch den Portalstein suchen. Weil ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr, wo der doch gewesen sein könnte. So, wir mussten auf jeden Fall, ich muss gerade überlegen, hier bei der Spinne runter. Das war es gewesen. Und diesmal wusste ich sogar, dass da noch einer stand. So. Wo war jetzt hier der andere? Wo war die Tür? Ach ne, wir mussten erst noch hier runter, bevor wir zur Tür kamen. Hier war die Tür. Jawohl. So, und jetzt müssen wir den Raum suchen. Herrlich. Wo war denn das gewesen? Ich
Ich muss gerade echt überlegen. War das hier rechts und links in den Treppen runter? Kann das sein? Also wenn, dann wäre es ja sowieso hier rechts, ne? Da ist auch wieder ein Gegner. Natürlich, den Krieg können wir schon wieder nicht angreifen, das ist unglaublich. So, den einmal wegschießen. Was war das denn? Wieso hat er den jetzt nicht getroffen? Na, danke. Nein! Spring doch nicht immer komplett nach unten. Okay, wir sind jetzt hier auf jeden Fall an der Stelle. Hier müsste jetzt gleich genau der Kackvogel kommen. Dann sind wir hier nämlich bei dem Boss. Aber wo zur Hölle war denn hier? Obwohl doch, ich glaube, ich weiß es. So, komm mal her. Komm schon, mach doch einfach mal irgendwas. Natürlich macht er jetzt wieder nichts, was mir weiterhilft. Boah, leck mich doch am Arsch. Dann friss den. Mach ich dich nicht so weg. Die Spinne ist ja, glaube ich, nicht wiedergekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. Doch, ach doch, scheiße. Warum vergesse ich die Spinne immer? Moment. Komm her. Ja, natürlich. Leck mich am Arsch. Ich wollte gerade sagen, das gibt's doch gar nicht, dass ich die jetzt nicht treffe, aber jetzt habe ich sie auch platt. Okay, okay, okay. Hier einmal das Ding benutzen. Einfach nur, um uns wieder voll zu machen. Ich werde jetzt auch noch nicht da zur Kathedrale reingehen, denn ich wollte eben noch kurz was gucken. Und ich ärgere mich immer noch, dass wir den Boss da nicht durch die Wand hier jagen konnten. Der hat aber auch, das einzige Mal, wo der auf die Wand zugerannt ist, hat er auch direkt davor gestoppt, ne? Irgendwie so war das doch gewesen. So, war das nicht hier, der Kristall? War das nicht hier irgendwo gewesen? Ich muss mal eben kurz gucken. Ne, da war er nicht. Weil wofür sollten wir den Shortcut denn sonst öffnen? Ich meine nämlich hier irgendwo müsste das... Da haben wir ihn, glaube ich. Auch nicht. Hier war, glaube ich, nur die Spinne, ne? Ne, auch nicht. Wo ist er hin? Da. Wo war denn das verdammte Tahacke? Oder war das hier? Ne, hier war die andere... Auch nicht. Hier war auch nicht die andere Tür. Hier kam, glaube ich, der Hund. Auch nicht. Scheiße, ich bin so durch. Ich bin wirklich so extremst durch. Boah, ist denn das die Möglichkeit? Ich finde einfach das Ding nicht mehr. Bin ich hier überhaupt richtig? Ne, wir müssten da, glaube ich, geradeaus noch ein Stück weiter. Komm, verrecke, danke schön. Wo war denn dieses Portal? Ne, jetzt... Boah, nee. Bitte nicht. Ja, danke. Lass mich mal an dir vorbei, bitte. Boah. Da wollte er uns gerade echt wegwetschen. Da ist die Spinne. Ja, sonst heißt, da gehe ich mal nicht... Da gehe ich mal nicht rein.
So, das haben wir soweit schon mal. Wo war denn jetzt dieser Kackraum, ey? Ah, der steht doch wieder auf. Das gibt's doch gar nicht. Wo war dieses Portal? Ey, dieses Spiel, das macht mich wahnsinnig. War das hier? Da ist es. Ich werd verrückt. Ich habe das Portal gefunden. Hauptsache, ich finde den Weg zurück auch noch wieder. Ja, natürlich macht er mich fast mit einer Attacke platt. Nimmst du den? Nimmst du den? Bleib bloß liegen, du Pannen. Boah, endlich, wir haben das Portal gefunden. Ich bin begeistert. Und so, jetzt muss ich mir nur noch dran erinnern, wo die andere Tür gewesen ist. Weil der Weg dann zur Kathedrale, den wissen wir ja jetzt. Den kann ich mir auch ganz gut merken. Oh nein, nicht schon wieder. Was müssen wir jetzt machen? Schon wieder? Oh Gott. Wir dürfen schon wieder so ein Schlachtfeld hier machen. Na dann. Macht euch bereit. Da kommt einer, da kommen zwei. Ja, bravo. Machen wir erstmal den da. So, die haben wir. Was? Wieso sind hier so viele? So, den haben wir zumindest schon mal weggebrutzelt. Aber die stehen natürlich, stehen die wieder auf. Ist ja ganz klar. Komm schon. Jawohl. Das ist der nächste weg. Hier dann den nächsten. Den haben wir auch mit einem Backstep weg. Und wir haben die erste Runde abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir werden hier nochmal kurz uns wieder auffüllen. Sehr schön. Zweite Runde bitte. Ah, da ist auch noch was. So, ich habe jetzt bewusst das Gebet mal gewählt. Allein aus dem Grund, weil wir damit die Gegner auch ein bisschen ablenken können. Da ist zum Beispiel schon mal ein dicker Vetter. So, ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Hund. Okay, wir haben hier jetzt sogar zwei Hunde, sehe ich gerade. Aua. Na komm schon. Den haben wir auch weg. Jetzt müssen wir noch den Fettsack wegklopfen. Aber das Gute finde ich, der tut uns da nicht mehr ganz so viel weh. Und damit haben wir auch diese Runde abgeschlossen. Hervorragend. So, jetzt bin ich gespannt, was in der letzten Runde kommt, wenn das überhaupt schon die letzte Runde ist. Beim ersten Portal, da sind wir, glaube ich, sogar in der letzten Runde einmal gestorben. Ich bin gespannt. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendein Boss, der jetzt als normaler Gegner dasteht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, ich schon. Oh Gott, nein. Natürlich, natürlich, er dreht sich in meine Richtung. Das gibt's doch überhaupt nicht. So, nochmal das ganze Spielchen. Warum greifst du mich schon wieder an? Ich wollte gerade schon gesagt haben. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das für ein Quatsch hier?
Aua, aua, aua. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, machen wir dich eben so weg. Sehr schön. Wieso kann ich den eigentlich nicht backstabben? Ich verstehe es nicht. Boah, geht der mir auf die Nüsse. Hau ab. Mann. Aber wir haben wenigstens wieder dieses Portal abgeschlossen. Das ist schon mal sehr schön. Nachteil ist halt, wenn wir wieder hier aus dem Portal rausgehen, dann sind natürlich die Gegner wieder da. In den Katakomben. Da freue ich mich auch schon wieder unbändig drauf. Aber wir haben wenigstens hier wieder eine Kiste. Ich bin gespannt. Hallo? Lebensentzug, leere Flasche und Zauberpunkt Splitter. So, ich gucke jetzt ganz genau hin. Ihr seht es hier selber. 9 von 11, ne? Wenn die Flasche wieder verschwindet, dann verarscht uns das Spiel nach Strich und Faden. Wo ist denn hier Lebensentzug? Kompass, Lebensentzug. Dies wurde einst von Zauberern benutzt, um ihren Opfern die Lebenskraft zu entziehen. In den heutigen finsteren Zeiten, wo jeder Vorteil willkommen ist, ist es auch Kriegern und Rittern nützlich. Okay, da kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir die Gegner töten, Leben dazu oder sowas. Ist mir aber relativ egal, denn... Warte mal, können wir da nicht nochmal wieder dran? Ja, ich wollte gerade schon gesagt haben. Aber der lädt uns natürlich nicht mehr auf, ne? Ist klar. Hallo? Ah. Oh, die Waffe sieht auch gut aus. Große Waffen sind wesentlich langsamer als normale Exemplare. Allerdings erlaubt ihr Gewicht häufig... Keine Ahnung was. Irgendwas erlaubt das Gewicht. Natürlich, steh doch einfach mal direkt vor mir. Warum? Boah, wie die Viecher mir auf den Sack gehen, ne? Das ist unglaublich. Ja, toll, natürlich, natürlich. Hau ab. Mann. So, wo war denn jetzt die Tür? Wo könnte die Tür gewesen sein? Wir gehen einfach nochmal hier lang. Ah, natürlich, ja. Hier kommen wieder unsere Freunde. Komm schon. Komm endlich um die Ecke. Machen wir es eben so. Die schieße ich auch eben weg. So viel zum Thema, die schieße ich mal eben weg. Läuft ja hervorragend. Aber wenigstens haben wir den schon mal down. So, was war jetzt hier? Hier war die Spinne drin, ne? Ja, da war die Spinne drin, sonst nix. Das heißt, wir müssen hier wieder runter. Ich trinke mal eben einen Schluck. Genau, und dann waren die wieder. Komm schon. Leck mich doch am Arsch. Meine Herren. Was war das denn jetzt schon wieder? So, den haben wir weg. Jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal eben was trinken. Sonst hätte uns das echt den Arsch verbraten. So, und jetzt muss ich gerade überlegen, war das hier? War hier die Tür? Ne, das war hier, glaube ich, der Gang, der wie uns wieder da irgendwie... Ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich, da steht wieder so ein lustiger Mensch. Halt die Fresse.
Na, jetzt sind wir hier wieder am Anfang, ne? Ich glaube, so war das. Oh nein, nicht schon wieder. So, dich hauen wir erstmal zu Klump, damit wir wenigstens vor dir Ruhe haben. So, jetzt können wir uns um den kümmern. Oh, leck mich am Arsch. So, so geht das mit... Also die sollte man wirklich, jetzt habe ich jetzt festgestellt, mit zwei Händen angreifen. Also mit der Zweihandwaffe. Beziehungsweise mit der Waffe in zwei Händen, so. So, jetzt muss ich nur noch den Weg wieder finden zu der einen Tür, die wir da als erstes hatten. Das heißt, hier wieder runter. Das ging, glaube ich, in die Katakomben, ne? Oder in die Mine oder sowas. Obwohl, doch, hier müsste richtig gewesen sein, die Mine. Oh, oh. Oh, oh. Sehr schön, hat geklappt. Der klappt auch, wunderbar. Wunderbar, wow, wow, wow. So. Den auch weg. Und liebe Freunde, bevor ich hier weitergehe, werde ich aber an dieser Stelle nochmal einen Cut machen. Es tut mir echt leid, dass ich hier mich so lange in diesen Katakomben rumtreibe. Aber ihr wisst ja selber, das ist für mich so verwinkelt. Ich brauche hier echt einen Navi in der Gegend. Ich hoffe trotzdem, dass es euch bis hierhin Spaß gemacht hat. Und schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von Lords of the Fallen wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.